Moin, moin, herzlich willkommen. Schön, dass du auch hier bist. Ja, schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Danke fürs Reinschalten. LS19 und physischer Marsch. Natürlich 2.0. Heute in der weiteren Hoffnung, dass wir dran denken. Noch bin ich, man ist immer so ängstlich, ne? Wenn man irgendwie 2-3 Tage jetzt hier schlechte Erfahrungen gemacht hat, Kursplay ständig abschmiert. Vielleicht haben wir aber den Übeltäter entdeckt. Das war entweder der John Deere Drescher oder der Traktor mit Frontanbauten. Weil aktuell läuft's. Wir haben wieder eine ganze Menge Cosplay-Helfer drin. 2 Drescher, 3 Abfahrer, die aktuell mit Cosplay fahren und ein 4. Abfahrer sogar, der Silage wegbringt. Also 6 Cosplay-Helfer, einen Standard-Helfer haben wir gerade aktiv. Richtig gerechnet? Ich glaube schon. Und wir wollen das Ganze noch ein bisschen verbessern. Und zwar mit dem wollen wir ganz gerne Raps zur Dieselfabrik bringen. Wir brauchen dringend Stroh für die Mischfutterfabrik. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das alles mit Ballen machen wollen. Dann könnten wir schon fast eine Ballenpresse losschicken. Ja, 95.000 Liter Raps haben wir schon. Wir laden am Startpunkt. Hof, Silo, Siloverkauf zur Diesel. Das warten wir jetzt kurz ab. Der muss ja nur eine Runde fahren, ne? Danach hätten wir den zum Ballen sammeln parat. Ist doch jetzt nicht richtig weiß, ne? Aber egal. Einmal checken. Läuft. Er läuft nicht, weil Wasser fehlt. Wir müssen den Wasserheini mal hier zurückholen zum Hof. Alexian vorne wartet, aber der Fendt ist unterwegs. Das ist natürlich, wie gesagt, auch beim Roggen haben die viel zum Abfahren. War auch erstmal so ein Test, ne? Von wegen, wie ist das denn eigentlich, wenn man den stehen lässt? Also der drischt schon mal komplett voll und dann kommt der Abfahrer erst. Das ist eine andere Variante, die ich so auch noch nicht getestet habe bisher, aber es funktioniert. Aber noch mal so eine Schaufel hier rüberbringen, ne? Schon die Stroh damit auch sammeln, frage ich mich gerade mal. Aber wenn wir da jetzt groß Ballen pressen, wenn wir die nicht direkt sammeln, haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, ob wir schon einen Kurs haben, irgendwie F1. Also Felder zu Hof. F1 zu Hofsilo haben wir bisher nur. Ich meine, das könnten wir auch machen, ne? Stroh sammeln, Hofsilo und dann darüber bringen. Geht ja auch. Aber kann sein, dass wir da auch Wege blockiert haben. Aber es wäre schon praktisch, wenn wir da gleich mal einen Strohsammler losschicken. Alternative ist eben ein bisschen warten. Da hinten kommt der Silage wieder. Ihr seht, er schleicht da hinten vor sich hin. Und hier ist wahrscheinlich jetzt auch gleich voll, ne? Ja. Ja, das ist eben so ein Thema, wir brauchen eigentlich noch einen schönen weiteren Traktor, aber ich würde jetzt nicht unbedingt den Xerion mit da zum hier Strohsammeln losschicken. Oh. Aha. Wenn der Trigger voll ist, macht er mal hier, macht das nicht so schön. Beim Abkippen. Ich weiß nicht, ob er das aufbraucht. Steckt er im Verkehr fest? Ist er ein bisschen zu nah rangefahren, der Fendt, oder was da los?
Oh. Böser Unfall. Aber trotzdem aktuell kein Kursplay-Absturz, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Ist gar nicht mal so schlecht. Alter, was hier denn passiert? Ja, ich liebe den starken Bauermod für sowas. Ansonsten wären wir hier, würden wir wahrscheinlich relativ regelmäßig Fahrzeuge zurücksetzen müssen. Ja, wir lassen das jetzt nochmal kurz. Was sind den noch wieder zusammen? Packen. Müssen wir ein bisschen weiter rückwärts, ein bisschen weiter rumfahren. Die anderen Pro haben auch Pro. Also aktuell läuft es wieder. Naja, lange Zeit geht's gut und dann haben wir es halt wieder, ne? Okay, das war's. Dann kann der gleich los. Och, Fendt. Ja, das ist aber auch jetzt, wir haben ihn ja ein bisschen zu weit jetzt abgedings, ne? Das war, war ja auch unsere Schuld eigentlich. Vielleicht schicken wir den doch nochmal wieder ein ganz bisschen näher. 20 cm oder so. So, passt. Meine Güte. Ach, da ist der Rapsabfahrer wieder. Wohl eigentlich müsste doch, wenn wir jetzt hier noch eine schnelle Schaufel ranbringen, müsste der eine nicht losfahren. Dann muss er doch los, oder? Sofern das jetzt genug Silage ist hier, das weiß ich jetzt nicht. Aber schiebt ihn weiter hier. Also irgendwie hat das jetzt ein Standard-Trecker, ne? Irgendwie hat er auch keine Kollisionsabstandserkennung. Leider. Ich könnte ihm doch jetzt aber sagen, dass er sofort abfahren soll, oder? Stau auf dem Hof. Mann, 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 Leute. Hier ist was los. So, warten wir, bis er gleich wiederkommt. Das ist natürlich, gleich wiederkommt. Es dauert natürlich ewig, bis er wiederkommt. Also, wir haben noch unseren Pio, ne? Ich schon wieder. Oh. Alter, was ist denn hier los? Sie können hier nicht mehr Abstand halten. Aber auf jeden Fall kommt auch nicht Raps rein.
Oh, ist er voll jetzt dann oder ist er abgeschmiert? Der ist einfach nur voll. Der hier abgeschmiert gewesen. Bei 500.000 Liter Wasser, da ist noch Luft nach oben. Aber wir brauchen den eigentlich wieder am Hof. Den Wassertank. Ich denke auch fürs Erste haben wir es ganz gut aufgefüllt hier. Und auch hier gilt es natürlich, ne, diese Produktionssounds, die sollen in Zukunft nur abspielen, wenn von allen Rohstoffen was da ist. Ansonsten will man eher ein bisschen Ruhe hier haben. Ja, wir verzichten, wir sind ja aktuell eh noch auf der einfachen Spielgeschwindigkeit. Wir sind ja völlig entspannt, bevor wir jetzt nachts oder so die Produktion schnell laufen. Von Korntank. Wer ist er denn? Er hier ist das. Ah, der kommt gerade. Ist unterwegs. Abfall entlassen. Erstmal Pause. Ja, sollen wir den denn nutzen? Nach dem Motto, dass wir dann so einer, der kriegt Dreschen auf der 1. Danach kriegt er Pelzer Hofsilo, ne? Ob das noch funktioniert oder ob da irgendwas zwischenhängt, das schauen wir uns dann an. Aber es wäre einer, der ein bisschen Stroh für uns sammeln könnte. Also langsam ist die 1 ja doch recht weit fortgeschritten in der Ernte. Und dann werden wir jetzt erstmal auf Ballen verzichten. Dann eher sammeln. Wir hätten natürlich auch den Silageverkäufer nutzen können, aber ich denke, wir werden tatsächlich weiter eine Silage verkaufen. Sind hier schon wieder los. Irgendwas verstopft unten? Müssen wir mal gucken, ne? Ich glaube, jetzt ist es frei geworden. Oder auch noch nicht. Wollte es aber auch nicht zu weit rausschieben. So, dann fängt er am ersten Wegpunkt an. Beide Lexian-Drescher sind voll. Was mit dem Fan? Warum wir da nicht? Auch weil wir ihn nicht mehr eingestellt haben, richtig? Das hatten wir selber gemacht. Bin gespannt, wie wir die anderen Felder runterkriegen. Uns erwarten hier vorne auch noch 14 und 15. Als weitere Felder, die noch geerntet werden wollen. Also da haben wir auch noch unseren Spaß. Und hier müssen wir nachher noch einmal rundherum fahren, ne, um den Rest auch noch wegzuernten. Aber mich würde natürlich schon interessieren, ob das alles angekommen ist. Wir haben jetzt ja zumindest, können wir endlich mal sagen, wir haben die Mehlfabrik eigentlich befüllt. Da ist der Spawnpunkt noch ein bisschen komisch. Ja, guck mal, das erste Mehl ist am Start. Und wir haben auch die... hier, Dieselherstellung befüllt. Kompost ist da, Diesel ist da. Sehr schön, es geht los. Ach. Feldarbeit. Was ist sein Problem? Nix. Er fährt, macht, er arbeitet, alles gut. Aha. Unser BGA ist voll mit gut 100.000. Minimaler Rest ist hier noch drin. Das ist aber auch ganz gut zu wissen. Können wir mal kurz ein bisschen durchatmen, oder? Ach, der ist jetzt immer noch so einer. Der hat es ja nicht geschafft bis Feld 13 bisher. Sollen wir nochmal einen Versuch wagen? Machen wir einfach. Mal gucken.
Ein Silagebein haben wir da noch. Mensch. Habe ich halt einfach auch einen ziemlichen Kontostillstand, ne? Das sind wir fast gar nicht mehr gewohnt, dass das Konto sich so wenig bewegt. Aber wir bereiten natürlich vor, ne? Mit dem Mehl und mit dem Diesel, was wir jetzt herstellen. Die Produktion am Hof laufen ja auch zum großen Teil noch. Da sind wir bald wieder so weit, dass wir dann wieder Geld einnehmen. Und Feld 19 ist bald geerdet. Dann kann der weitermachen irgendwie auf 14. Feld 1 ist dann auch fast geerdet. Der kann weitermachen auf der 15. Wie weit der Diesel, wie weit der Rapsdrescher ist, wollte ich sagen, auf der 2 weiß ich noch nicht. Aber hier in dem ist jetzt richtig schön. Wir wollen nicht abkippen. Ich fahre hier nochmal. Fahr nochmal durch hier. Ganz anderer Weg, als ich beim letzten Mal gefahren bin, als das Spiel abgeschmiert ist, ne? Einmal Bahn gehen, das ist, wenn man abgelenkt ist und irgendwie hier rundherum guckt. Ups. Ich dachte, er wird sauber. So, Düngen auf der 13, den Kurs haben wir theoretisch immer noch. Also ich Quatsch, den Auftrag haben wir eigentlich immer noch. Aktueller Punkt, Abfall einstellen. Ja, das wäre natürlich eine Geschichte. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Weiß man nicht. Der andere scheint auch noch ein bisschen zu brauchen. Ganz bisschen Silage fehlt da noch. Der arbeitet ganz gut, muss man auch sagen, mit dem Standardhelfer. Der Abfahrer funktioniert, der Drescher funktioniert. Also da haben wir überhaupt gar keine Probleme. Und das, also wie gesagt, zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder John Deere Drescher kommt aktuell mit Kursplay nicht zurecht. Zweite Variante. Der Deutz mit dem Frontlader hat da irgendwelche Fehler verursacht, weil Frontladerschaufel nicht so richtig gut erkannt wird. Das ist natürlich auch praktisch, wenn er sich immer hier aufhängt. Dann brauchen wir nur noch rückwärts zurückstoppen und können hier unseren Stroh abgeben. Ja, aber wir sehen halt den Kompost, da haben wir so platziert, dass wir mindestens, also diesen Hof, Feld 1 zu Hof, Silo komplett gemuzzelt haben. Aber wir brauchen ja eh Stroh hier in der Mischfutterfabrik und wir brauchen dann auch noch viel Stroh im Komposter. Das ist tatsächlich, es gibt Schlimmeres. Das steht natürlich dann immer blöd rum. Wir müssen den dann wieder selber alleine hier losschicken. Aber wo fährt er denn jetzt hin? Ach. Ihr habt es gesehen, ich weiß. Ich auch, aber zu spät. Aber ich habe es noch gesehen jetzt. Aber jetzt fährt er ja doch hoffentlich durch. Cool, der ist echt gleich fertig. Ach, den bunkern wir doch selber ab. Aktuell. Da kommt gut Roggen bei rum, muss man sagen. Das lohnt sich. Und würde ich sagen, mit diesem schönen Bild können wir uns dann verabschieden in den Donnerstagmorgen. Morgen um 15 Uhr geht es dann hier weiter. Ich danke euch natürlich wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ganz so problemvoll war es heute nicht mehr. Zum Glück. Kann also wieder... Na, ihr seht schon. Ups, das wollte ich gar nicht. Der drückt in den Reifen. Aber das ist auch nur, dass er Bescheid sagt. Ne, ich finde, der sagt irgendwie zu schnell. Man denkt immer, irgendwas funktioniert nicht, aber es ist gar nicht. Der andere fährt jetzt, glaube ich, weg. Und dann kann er hier umdrehen. Hier ist auch alles in Ordnung. Und hier diese Warnung ist halt auch, dass er erst wieder hier kann wieder beladen werden mit weiterer Silage. Oder wir nehmen ihn erstmal Abfahrt entlassen, erstmal zur Seite, weil wir auch genau wissen, dass das hier... Ich weiß nicht, ob wir noch mehr fahren wollen tatsächlich beim nächsten Mal. Nehmen wir nur erstmal zur Seite, dass der Rapsabfahrer im Zweifel die Chance hat, hier dran vorbeizukommen. Dann müsste man es nämlich so hier irgendwie machen. Ja, viel Silage haben wir nicht mehr im Silo. Da haben wir das echt wieder leer. Das hat sich ja gelohnt, ne? 300.000 sind noch da, also praktisch 10 Schaufeln voll. Ansonsten, wie geht's den Tieren? Die habe ich heute gar nicht beachtet. Ist in Ordnung. 60 Sauberkeit, 56 Sauberkeit. Milch ist ein bisschen da. Gülle, Mist.
sammelt sich schon wieder ganz gut, muss man sagen. Gülle würde sich lohnen, mal zu BGA zu bringen und auch zu verkaufen. Und dann mit Gärresten wieder anzukommen und die Gärreste hier einmal aufzufüllen, weil hier ist nur noch 20.000 Gärreste. Aber die Düngerproduktion kann man tatsächlich irgendwann überlegen, eine zweite zu bauen, einfach um damit noch mehr Geld zu verdienen. Richtige Produktionskette. Da würde ich den einmal leer laufen lassen vielleicht und den nochmal irgendwo anders. Also dann beide irgendwo anders platzieren, weil es einfach schöner ist, wenn die dann nebeneinander stehen, meiner Meinung nach. So. Wo auch immer. Ein Produktionsfeld brauchen wir dann früher oder später. Gut. Wie gesagt, das war's eigentlich für heute, ne? Machen wir nämlich morgen weiter. Wo es eigentlich schade ist. Eigentlich sollte ich das noch zu Ende machen lassen. Die letzten Bahnen hier. Guck mal, 1, 2, 3. Der fängt wieder von vorne an. Wegen dem Problem von eben mit dem naheliegendsten Kurs. Und der ist eigentlich praktisch jetzt durch. Da kennen wir jetzt aber noch, in Anführungsstrichen, Trick ist es ja gar nicht. Wir müssen noch einmal rundherum fahren. Und das von hier aus, glaube ich. Von daher, das machen wir dann auch morgen. Das wissen wir dann auf jeden Fall, dass wir das machen müssen. Weil er ist beim Anemeister hier abgebogen. Und eigentlich muss er, wie gesagt, diese Strecke noch fahren. Und dann ist das Feld eben auch zu Ende. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Leute. Bis morgen. Ich freue mich, dass wir das Spiel wieder retten konnten. Dass wir einen von den Bösen rausgefunden haben. Ja, wenn ihr es genau wisst, wer es von den beiden war, wahrscheinlich. John Deere oder der Deutz mit Frontschaufel. Schreibt es gerne rein. Ich kann ja auch immer anderen Leuten weiterhelfen. Und hilft mir im Zweifel beim nächsten Mal wieder zu riskieren, den John Deere einzustellen. Wir hatten beim letzten Mal den John Deere auch drin, aber wir hatten dann ja auch einen Absturz. Also es ist durchaus denkbar, dass der aktuell nicht cosplay-tauglich ist. Es gibt ja immer mal so einen Mod, wo es nicht passt. Von daher, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.